In unserem vorigen Film haben Sie Tivat und Porto Marina kennengelernt. Und so sieht Porto Marina von einem Berg betrachtet aus. Wir fuhren weiter über eine sehr kurvenreiche Bergstraße zu dem verlassenen Dorf. Mit Erstaunen stellten wir fest, dass die aus Naturstein gebauten Häuser sich noch in einem sehr guten Zustand befanden. Und wir konnten nur Rätsel raten, warum die Bewohner dieses schöne Dorf verlassen haben. Bis auf eine Ausnahme. Ein Haus war noch bewohnt und bewirtschaftet. Dieses Dorf haben wir besucht, weil man uns empfohlen hat, dass es dort eine Taverne gibt, wo man vorzüglich speisen und trinken kann. Aber leider ist das Vergangenheit zu unserem Leidwesen. Ein Bummel durch die schönen verlassenen Gässchen und ein Ausblick auf die umliegende Natur war ein Genuss für sich. Wir waren begeistert von allem und konnten es nicht nachvollziehen, dass man dieses romantische Fleckchen und Dorf freiwillig verlassen hat. Aber trotzdem konnte man sich hier leicht hereinversetzen, wie das Leben und Treiben in diesem Dorf war. Sehr geehrte Zuschauer, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Ihren persönlichen Eindruck zu unseren Filmen mitteilen. Wenn Sie möchten, abonnieren Sie unseren Kanal. Und den nächsten Film über Montenegro präsentieren wir am kommenden Samstag. Ihr Filmteam.